Moin Jungs, 80's back und willkommen zur 919. Folge meines Minecraft Nostalgie Let's Plays. Wir sind dabei, heute jetzt endlich anzufangen mit den ersten paar Feldern. Wir haben in der letzten Folge jetzt ziemlich viele Sachen geerntet und jetzt gucken wir mal. Wassereimer sollte ich auch. Ich sollte mir... Ja, wir gucken... Ja, na, eins nach dem anderen. Wir gucken, dass wir jetzt hier erstmal uns eine kleine Wasserquelle machen und dann gucken wir, dass wir die ersten Felder bauen. Zumindest schon mal... Von dem, was in die Felder kommt. Die Umrandung und so weiter, das werden wir dann alles noch machen. Kommt Zeit, kommt Gelegenheit. Aber zumindest, wenn wir wissen, wie groß die Felder sind, können wir uns natürlich auch dann angucken, wie wir die noch umranden. Weil wenn die Umrandung dann auch nochmal riesig wird, das wäre natürlich auch nicht komplett optimal. Für das Erste fange ich jetzt hier an. Und ich würde sagen, was natürlich auch dann geht, ist, dass wir hier drunter Wall hinmachen. So, und dann so. Weil dann sieht man das nicht, außer halt, ne? Den kleinen Schlitz, aber das ist ja egal. Und wir können direkt ein recht großes Areal bewässern damit. Dann machen wir das hier auch nochmal. Zack, zack. Wasser holen. Zack, zack. Und dann sind wir auch schon da. Nee. Dann sind wir auch schon hier, wo wir direkt hochlaufen können und nicht hochfliegen müssten, weil es zwei hoch ist. Und ja, man sieht jetzt wieder, dass ich Fusch am Bau betrieben habe. Tut mir leid. Und zwar hier drunter, da müssen wir dann natürlich auch nochmal dran arbeiten. Das geht natürlich nicht, das sieht ja fürchterlich aus. So. So und so. Und dann würde ich sagen, machen wir hier erstmal Karotten hin. Bisher, sowohl heute als auch in der letzten Folge, habe ich mich noch nicht zwischen Karotten und Kartoffeln vertan. Was sich jetzt vielleicht unfassbar dumm anhört, aber mir ist durchaus bewusst, was was ist. Ich verwechsel nur immer die Wörter beim Reden. Nicht, weil ich mich wirklich vertue, was was ist, sondern weil ich es einfach nicht hinkriege, das Richtige dann zu sagen. Da könnt ihr auch in den Folgen zurückgehen. Meistens, wenn wir Karotten und Kartoffeln haben, sage ich genau das Falsche. Es ist, ich weiß nicht wieso... das so ist, aber es passiert mir öfter, als ich es zugeben möchte. Es passiert wirklich oft. Karotten und Kartoffeln. Aber das ist auch sehr ähnlich. Also das muss man sagen in meiner Verteidigung. Das sage ich jetzt selber. Das ist wirklich sehr, sehr ähnlich. Finde ich. So, ich würde sagen, dass wir hier dann irgendwie so rum die Absperrung machen. Ich weiß nicht, wenn das Wasser da unten ist, ne? Das ist jetzt hier drunter. Bewässert das auch hier oben? Da kenne ich mich wieder nicht genug aus, sagen wir mal so. Yoshi, wir brauchen dein Lexikon. Komm on, sag's mir. Wie geht das? Ist das gut, wie ich das mache, oder mache ich es scheiße? Jetzt wäre praktisch, wenn es ein Livestream wäre. Außer er wäre auf Twitch, weil dann könnte Yoshi auch nicht chatten. Also wäre auch wieder blöd. Und ja, ich weiß, irgendwann kommen nochmal Ice Streams. Oh Mann. Ja. Wir gucken mal. Warte mal, hier ist doch... Hör auf damit. Hier... Ja, genau so wollte ich das machen. Hier ist Wasser drunter. Bedeutet, das... Hör auf damit, habe ich gesagt. Hier könnte doch eigentlich es auch wachsen, oder? Da merkt man wieder... Ich habe keinen Plan. Ja, auf damit. Würde aber hier auf der Ecke vielleicht nochmal ein Wasser reinsetzen. Nur für die Sicherheit. Das ist auch noch so ein Mod. Da habe ich schon mal drüber geredet. Aber das würde ich auch super gern fixen. Dass wenn ich da jetzt hier runterspringe, diese und dieses Geräusch nicht kommt. Das ist einfach unnötig. Es tut nicht weh. Du hast keinen Nachteil dadurch. Es ist einfach nur kurz nervig. So. Finde ich blöd. Hier. Mir ist nichts passiert. Nichts. Also, lass mich doch in Ruhe spielen. So, als nächstes haben wir die Potatoes. Ja, im wunderschönen englischen Dialekt. Akzent. Keine Ahnung. Wo wir natürlich nicht mehr so viele oder generell nicht so viele von haben. Was blöd ist. Deswegen ist es hier nur so eine kleine Ebene, aber das ist ja auch ganz gut, weil es nur so eine kleine Ebene ist. Würde ich sagen, machen wir hier wieder Wasser rein. Ist das zu weit außen? Na, es könnte... Ja, machen wir hier Wasser rein.
bezweifle, dass das so einen großen Unterschied macht, aber egal. So. Das sieht auf jeden Fall bis jetzt schon mal ganz gut aus, finde ich. Und es geht auch schneller voran, als ich dachte, als ich befürchtet habe, sagen wir mal. So, guck mal, ich würde eigentlich gern hier dann noch vielleicht bis zu dem Baum oder so das machen. Das hier weiterziehen. Bedeutet, ich mache hier schon mal noch ein weiteres Wasserloch rein. Dann haben wir es auf jeden Fall, wenn wir irgendwann weitere Potatoes kriegen. Können wir die da direkt reinsetzen. Keine Ahnung, wo ich die herhaben soll, aber... Obwohl, warte mal. Ah ne, die hat... Wenn ich jetzt hier Fortune drauf machen würde, könnte ich dann ernten und mehr rauskriegen? Oder geht das nicht? Kann man Fortune auf eine Hoe packen? Heute ist so eine Folge, wo ich echt wenig weiß. Das ist ein bisschen doof. Ich fühle mich in meinem Ego gekränkt, Kappa. So, pass auf. Haben wir hier nicht irgendwo kein Kartoffelfeld? Wieso haben wir denn nichts mit Kartoffeln? Was ist denn hier los? Also ja, wir haben das Riesenfeld da hinten. Da wollte ich eigentlich aber nicht rangehen. Hier haben wir nur eine Poisonous Potato. Potato. K.O. Oder Po-A-O. Warum verschlucken die das T? Die Briten. Also natürlich nicht jeder. Es ist irgendwie so ein Akzent auch. Aber viele machen's. Potato. Es gibt sogar einen Fachbegriff dafür, das heißt Glottal Tea. Wenn du das verschluckst. Auch wild. Ich dachte, wir haben da vorne noch ein Feld, deswegen bin ich da nochmal lang gelaufen, aber wir haben hier noch eins. Hier sind tatsächlich auch Potatoes. Ich würde sagen, wir ernten die einfach. Da kriegen wir ja eh mehr raus, als wir jetzt haben. Dann können wir das hier wieder setzen und dann können die sich wieder setzen. Kappa. Hör auf damit. Ich mach das trotzdem mit der Haube für den winzigen Prozentsatz einer Chance, dass hier mehr rauskommt, wenn man das macht. Jetzt haben wir auf jeden Fall zu viele Karten. Okay. Zack, zack, zack. Können wir das aber natürlich hier wieder alles vollpflanzen. Dann haben wir schon mal wieder ein paar los aus dem Inventar. Und die Poisonous Potatoes kommen natürlich eh weg. Die will doch keiner haben. Verstehe ich auch immer noch nicht, was die bringen. Also, braucht man die für Brewing? Wenn du irgendwelche Tränke machen willst? Oder wofür soll man die brauchen? Ich habe die noch nie gebraucht. Das war blöd. Dann machen wir so. Aber wir sind noch gar nicht fertig. Zack. Zack, 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 zack. Zack, zack. Zack, 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 zack. Zack, 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 zack. Gut, dann haben wir's. Dann haben wir jetzt auch gut Potatoes. Jetzt ist es voll. Der war nämlich gerade noch nicht voll, hat den aber trotzdem in einen anderen Stack gepackt, das war ein bisschen lost. Jetzt haben wir knapp 3 Stacks Potatoes. Das ist gut, weil natürlich hier rings um den Bauernhof haben wir natürlich auch noch sehr viel freie Fläche, die man dafür natürlich auch sehr, sehr gut nutzen könnte. Also die man gut mit Feldern füllen könnte. Und ich denke, das werden wir auch machen. Weil das ist halt auch so eine Fläche, wo man nicht unbedingt irgendwie was anderes hinbauen müsste. Weil was? Was könnte man jetzt da hinten noch in die Ecke stellen, was da unbedingt hin muss? Nix. Richtig. So, guck mal. Hier haben wir ein erstes Feld. Mega nice. Es ging nicht unbedingt schneller als gedacht. Weil hat schon mehr als... War knapp 2/3 der Folge gedauert, aber reden ist schwer manchmal. So, pass auf, dann hier noch, das kriegen wir noch hin, wir haben ja noch ein paar Minuten. Oder so wie gestern, wo ich einfach wieder komplett überziehe, weil ich wieder nicht drauf achte. Ist auch immer ein Classic, Certified Good Classic. So, pass auf, ist hier alles schön mit der Hoe weg. Für den Fall, dass wir hier noch ein paar Seeds kriegen, aber das sieht echt nicht, das sieht überhaupt nicht danach aus. Wo machen wir denn das Wasser hin? Ich würde sagen, hier drunter. Dann haben wir es schon mal gut versteckt. So. Packen wir den so lange da drauf. Ich weiß nicht, wo ich den sonst hin tun soll, den Scheiß da.
So, dann füllen wir das auf. Und dann würde ich sagen, machen wir hier nochmal Weizen hin. Zack, zack. Was man auch noch machen könnte, wäre quasi ein Feld aus Zuckerrohr. Aus Sugarrohr. Quasi. Das könnte man eigentlich auch. Es könnte cool aussehen. Muss natürlich dann sehr viel Wasser sein, weil ja Zuckerrohr nur an Wasser wächst. Aber das. Ich stell's mir nicht so hässlich vor. Bin ich early. Also ich glaube, es gibt hässlichere Dinge. Zum Beispiel das Ding. So. Weiter geht's. Den noch. Und dann sollte die Fläche hier auch dafür ausreichen. Ich weiß auch nicht, ob wir das komplett homogen machen. Dass wir hier alles nur aus einer Sache lassen. Oder dass wir vielleicht... Obwohl, nee, den hier nicht. Dass wir das auch mischen. Es könnte interessanter aussehen. Es könnte aber auch zu willkürlich und zu chaotisch aussehen. Und dann haben wir halt auch nichts gewonnen. So, hier, das ist jetzt natürlich wieder, das ist ja wieder ganz besondere Scheiße, wo ich nicht dran gedacht habe. Müssen wir hier überall die Steine nochmal wegmachen. Weil, Biene, pass auf, nicht in die parkende Pickaxe laufen, liegen. Weil hier unten drunter natürlich, man das jetzt sieht. Und das geht natürlich nicht, das ist ja mega hässlich. Deswegen haben wir uns jetzt mehr Arbeit gemacht, als wir hätten müssen. Wir hätten gemusst, wie auch immer. Dann den einmal kurz weg. Zack, zack, zack. Einmal kurz Stein holen. Gut, dass wir ihn gerade weggetan hatten. Stone und Andesite haben wir da. Dann so. 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 So, so, so. So, so. So und so. Und dann geht's. Dann haben wir es gerettet. Dann haben wir hier hinten jetzt auch Wasser. Das kommt weg. Das bedeutet, hier sollte jetzt auch alles wachsen. Und dann können wir natürlich noch die restlichen paar Blumen, die wir jetzt irgendwo weggehauen hatten, nochmal wieder hinsetzen. Ich weiß nicht mehr, wo wir die weggehauen hatten, aber... Ja! Ist ja! Oh. Kam der innere Kölner wieder raus. Aber ich glaube, jeder hat einen inneren Kölner. Bin ich fest von überzeugt. So. Guck mal, das ist doch gut. Wenn das gewachsen ist, wird das hier super schön aussehen. Man könnte hier unten auch noch irgendwie was machen. Fände ich auch nicht schlecht. Aber vielleicht noch nicht unbedingt jetzt. Beziehungsweise vielleicht fällt uns ja auch noch was Besseres ein. Deswegen will ich es eigentlich noch nicht jetzt schon bauen. Für den Fall, dass ich dann in zwei Folgen denke, ja, hätte ich mal was anderes gemacht. Deswegen lassen wir das jetzt erstmal. So, wo hatte ich denn gesagt, dass wir noch eins hin machen? Da hinten, ne? Gut, dass ich den Wasser Dings dann da hinten lasse. Man könnte hier noch ein kleines hin machen. Aber ich weiß nicht, ob das hier mit diesem kleinen, dieser kleinen Schlucht in Anführungszeichen dann noch so cool aussieht. Wir könnten hier oben drauf das komplett benutzen. Das wird auch aussehen, oder? Na, ich weiß nicht. So, aber hier... Okay, wir können da vorne Wasser holen, das ist easy. Zack. Zack, zack, zack. Hier wieder schön auffüllen. Jetzt von hier Wasser hin. Und natürlich habe ich keinen Stein dabei. Der vorbereitete Hase. Da ist er wieder. Aber dann können wir wenigstens die Chance nutzen und dieses Blatt noch wegmachen. Dann hat es sich doch direkt wieder gelohnt, Kappa. Ich weiß auch nicht, warum ich die Schalker Chest jetzt da hinten lasse, wenn ich eh nach hier vorne laufe und da wahrscheinlich auch erstmal bleibe. Aber egal. I couldn't be bothered. Zack. Zack. Zack, zack, zack. So. Also, hier müssen wir gucken. Ich würde gern fast die komplette Fläche nutzen. Und dann halt bis hier unten auch. Aber wir müssen gucken, dass wir hier noch eine Abgrenzung hinkriegen.
Und dass es nicht einfach nur komplett ein Feld ist. Das ist irgendwie auch langweilig. Deswegen, was ist denn, wenn wir hier ein Feld machen und hier einen Weg dazwischen und hier noch ein Feld machen und der Weg endet aber mittendrin mit so einem kleinen Kreis? Das könnte ich mir ziemlich nice eigentlich vorstellen. Also ich kann es mir vorstellen und ich glaube, es wäre ziemlich nice. So. Nicht, dass ich es mir so vorstellen kann. Also ich bin so gut im Vorstellen, ich glaube, das könnte ziemlich nice sein, Kappa. Laber heute wieder einen Schwachsinn mit zusammen, das ist der Hammer. Aber ich glaube, es wäre nicht das Nostalgie-Let's Play, wenn ich das nicht machen würde. Von daher seid ihr selber schuld, dass ihr das zuguckt. Ne, Wolfkopf? Alles gut bei dir? Freut mich. Das hier ist auch ein Verbrechen an Minecraft. Dieselbe Blumenart direkt nebeneinander zu lagern. Hinzustellen. So. Ich muss die Blumen hier halt wegkriegen und ich habe keinen Platz im Inventar. Das ist ein bisschen doof. Deswegen muss ich hier die ganze Zeit dreimal laufen für eine Blume. Biene, für dich. Hauptsache die Blume ist weg. Haben wir so viel geschuftet und jetzt weiß ich nicht, wohin damit. So. Jetzt haben wir es. Packe ich die noch hier hin. Packe ich die noch hier hin. Und dann können wir anfangen. Also, wo ist die Ho? Da ist die Ho. Macht eigentlich keinen Sinn. Ich sollte hier am Wasser anfangen. Weil sonst ist es eh gleich wieder trocken. Ah, Mann. Immer dieser Scheiß. So. Und dann machen wir... Was machen wir denn für ein Getreide? Aber wir machen heute gar kein Getreide mehr. Ich würde aber sagen, Kartoffeln und Weizen. Weil hier auf der Seite Kartoffeln, auf der anderen Seite dann Weizen. Das könnte ganz gut aussehen, aber das machen wir morgen. Wenn es euch gefallen hat, gerne Like und Abo da lassen. Danke fürs Zuschauen, sehen wir uns morgen. Wie gesagt, in der nächsten Folge wieder. Mach's gut, bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao. Das hier ist mein Sommeranfang. Ich merke, es geht langsam voran. Ich hab gute Laune getankt. Ich hab alles in meiner Hand.